So, hallo, da sind wir wieder, Morrowind. Wir fliegen jetzt nach Vaas, nachdem wir letztes Mal hier Valenvarion, ich will nicht sagen geplündert, aber wir haben 4 Typen dort getötet und eine Alchemistin bestohlen, die uns ganz nebenbei auch Alchemie auf 60 gebracht hat. Das heißt, wir erfüllen jetzt die Voraussetzungen, die Anforderungen der Magiergilde, so, für eine Beförderung. Und wir verwenden jetzt mal Levitation und fliegen darüber. Hoffentlich ungestört. Da leuchten irgendwelche Eier im Wasser oder so. Okay, da sind wir auf so einer Zwischeninsel, auf der es nichts gibt außer Viecher und Netzspulen. Eine Ratte in dem Fall hier auch jetzt. Mal schauen, ob wir da auch noch rüberkommen. Nein, aber ich kann ja im Fall hoffentlich einen zweiten Levitationstrank nehmen, oder? Yay. Okay, und es stellt sich natürlich die Frage, nachdem ja, wie die den Auftrag beschrieben hat, das erzählt hat, handelt es sich hierbei ja um ein Dorf, wo wir jetzt hin sollen, oder eine Stadt oder irgend sowas in der Richtung. Wieso leuchtet das da so verdächtig? Wegen der kleinen Muschel leuchtet's? Sind wir schon auf Vaas? Naja, aber da können wir, glaube ich, rübergehen, oder? Ja, jetzt sind wir Vaas gerade. Aha, das Zeug leuchtet alles hier. Das ist Vaas scheinbar jetzt. Wieso lebt man auf so einer Insel? Das ist ja verdammt dämlich. Und das ist Ulyne Hinnim. Kommt ihr von der Kriegergilde? Wollen wir uns verbünden und gegen diese üblen Nekromanten kämpfen? Ja, zuerst werden wir uns... Okay, hier sind schon Feinde in der Nähe. Das heißt, das Dorf dürfte von denen schon ausgerottet worden sein. Und hier sind nur mehr Feinde unterwegs. Das ist irgendwie... blöd. Ich würde zuerst gerne was über... Lass uns hineingehen und... Ach so. Was ist das da, oder wie? Ah, okay. Wo ist dann der Gegner, wegen dem ich nicht rasten kann? Das bist du. Yo. So. Ja, ich werde mal die... Das ist jetzt die Frage, welche Waffe wähle ich für diesen Kampf? Ich denke mal, das wird ein beschworenes Tanto werden, aber zuerst will ich jetzt mal rasten bis geheilt. Ah, du Sackvieh. Verpiss dich. So, und jetzt wollen wir uns mit der verbünden. Oder nein, zuerst machen wir nochmal was. Und zwar ein Quicksave zur Sicherheit. Und jetzt wollen wir uns mit dir verbünden. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Und was bist du überhaupt? Ich diene dem Tribunal als Kriegswappenträgerin. Regeln. Was? Eure Aufgaben verpflichten euch gegenüber euren Fürsten und Brüdern. Seid immer ehrenhaft und tapfer. Behaltet einen scharfen und wachen Verstand und erliegt niemals den feigen Tricks der Schwachen. Es gilt als Verrat, andere Mitglieder der Gilde zu bestehlen oder zu bekämpfen. Wenn ihr diese Regeln verletzt, müsst ihr mindestens mit einem Aufseher der Gilde reden, um euer Ansehen zu retten. Aha, okay. Das ist mir scheinbar noch nie erklärt worden. Das wurde jetzt in mein Tagebuch eingefügt. Was wächst denn hier eigentlich? Goldkanet, grüne Flechte. Oh, und ich kann jetzt schon die vierte Eigenschaft von den Zutaten lesen, scheint's. Hier zum Beispiel Licht. Hier wiederherstellen Stärke und hier Lebensenergie entziehen. Das ist ja jetzt nett. Habe ich irgendwas dabei, von dem ich schon immer wissen wollte? nee, aber ich könnte schnell schauen, ob da jetzt irgendwas Levitation kann noch. Außer den Traumawurzeln. Nein, auf die Schnelle sehe ich jetzt nichts. Egal, wir gehen jetzt mal da rein. Zuerst beschwören wir natürlich unser
einen Dolch und wählen Wohltat aus als Zauber. Und checken das mal, was jetzt hier so geht. Uns werden wahrscheinlich ziemlich viele Skelette gegenübertreten, wenn es sich hier tatsächlich um Totenbeschwörer handelt. Gib mir dein Knochenmehl. Wow, ey. Achso, das ist ihre gewesen. Hoppla. Sorry. Okay. Mach du mal was, ich will nicht dauernd kämpfen. Oh, Kacke. Ich sollte vielleicht eine bessere Waffe auswählen. Da tut sich irgendwie nicht so viel. Wir nehmen das grausame Flammenschwert mal. So, wo ist deine... Ich kann deine Leiche nicht plündern, das ist uncool. Egal, so, noch einer. Gegenstand hat nicht genug Ladungen. Das heißt, wir nehmen... Ja, wir nehmen das hier. Ach du Kacke, das macht mich ja Arsch. Ey... Kannst du bitte auch mal kämpfen, du bist so unnötig. So, okay, das war der. Wo gehen wir weiter? Schauen wir mal daher. Hier ist gar nichts. Hier ist auch gar nichts. Sehr mysteriös, muss ich sagen. Hier ist so ein Vieh, dem ich ein Brrr auf den Hals setzen werde. Und gleich noch einen zweiten hinterher. Das richtet allerdings leider nicht viel Schaden an. Blöde Sache. So, wir verwenden einen arkanen Trank und rüsten uns mit Wohltat wieder aus. Ist, glaube ich, am klügsten. Hoppla, ich treffe dann dich. Oh, und du bist gleich tot, sehe ich gerade. Okay, der war einmal tot. Hier geht's Wasturm. Hier gibt's gar nichts. Und das schaut wichtig aus. Und ihr seid jetzt die ominösen Totenbeschwörer, oder wie? Naja, im One-on-One-Battle seid ihr ja nicht so toll. Oh, eine Laute. Stahlkatana. Uninteressant. Ihr seid ungefähr so beliebt wie eine Schüssel Teer. Und wessen Schuld ist das? Allein eure Alleinfremdländer. Aha, ihr redet mit mir. Ich muss euch gar nicht töten, oder wie? Aber dich, oder? Ich mag euch nicht, ich will nicht mit euch reden. Lebt wohl. Wer hat das dort hingelegt? Heißt das jetzt, sind äußerst beunruhigend. Die gehören jetzt nicht zu den Totenbeschwörern, oder wie? Naja, wenn die was lesen, das blasphemische Wiedergänger heißt, dann müssen das aber Totenbeschwörer sein, oder? Ah, du Hexe, was hast du gemacht? Ah, ich kann mich hier wieder bewegen. Ja, ich kämpfe eh. Bitte seht euch vor. So, was hast du? Gar nichts. Das war's auch nicht. Okay, hätte ich die vielleicht gar nicht töten sollen. Naja, egal. So. Kann ich hier eigentlich rasten? Ja. Dann schauen wir mal durch die Tür, die es da noch gibt. Und das sollte es dann aber auch schon gewesen sein, glaube ich, oder? Zuerst machen wir noch einen Quicksave und mal schauen, was da so abgeht. Oh. Oh.
Na, hier sind wir definitiv mal richtig, alter Schwede. What the f... What? Sind das für Viecher? Dremora? Dremora, die kenne ich noch aus Oblivion. Sind mir in Morrowind, glaube ich, nie begegnet bisher. Ich glaube, du solltest jetzt vorgehen. Das wäre mir recht. Dremora. Ha. Ich kämpfe lieber mit euch. Obwohl ich ja auch drauf gehe. Ich würde gern... Boah. Das mit dem zum Zauber wechseln, das ist manchmal etwas... Ja, funktioniert nicht ganz so toll, wie es sollte. Was mache ich jetzt? Das kann ich unmöglich schaffen. So wie es... Wie soll das gehen? How the fuck soll ich die alle besiegen? Ich könnte natürlich mal einen Zauber wählen, zum Beispiel... Brr. Aber der hat ja nicht viel Erfolg gegen den zum Beispiel. Vielleicht ist der gegen die Dremora besser. Keine Ahnung. Ne, scheint nicht so. Und was ist mit ihr? Wieso kommt sie nicht hinterher? Bist du blöd? Hallo? Darius Adram hier in wahrste Gerechtigkeit zugefügt wird. Darius Adram. Haben wir den jetzt schon getötet oder müssen wir jetzt wirklich da ran? Ich will da nicht ran. Der ist vermutlich ganz unten, oder? Naja, klar. Ist es da jetzt? Achso, das bist du. Okay, wie mache ich das am besten? Ich habe ja keine Ahnung. Der Typ hat also diese ganzen Viecher beschworen. Das ist mal so, wie ich das jetzt sehe. Das heißt, ich könnte eigentlich... Jetzt ist die Frage natürlich... Sterben die Viecher, wenn er stirbt? Weil dann könnte ich ja... Wow, einfach hier... Ich habe vergessen, dass ihr noch alle da seid. Hier durchstormen. Oder auch nicht. Und... den Typen suchen. Und ihn killen. Was habe ich denn da für ein Ding? Geschwindigkeit entziehen. Geschnelligkeit, 2 Punkte. Das trifft mich natürlich sehr hart. Wo ist der Sack? Ihr seid geschlagen. Ah. So, jetzt ist die Frage, ob alles, was er beschworen hat, stirbt, wenn er stirbt. Aber wir werden es gleich sehen. Natürlich nicht. Fürchterlich interessant. Und ich bin tot. Ja, Leute, ich kann euch schon mal sagen, wie ich diesen Auftrag regeln werde. Nämlich genau so nochmal. Ich werde einfach durchlaufen. Alles ignorieren im Grunde. Ich könnte auch einfach rasten. Alles ignorieren. Den killen und wieder zurück. So wird's gemacht. So, und diesmal laufe ich in die andere Richtung gleich. Hier rauf. Und innen vorbei. Und wir machen Brr, weil ja der nicht empfindlich ist gegen Feuer. Das hätte ich eigentlich auch gleich am Anfang bedenken können. Und der ist auch schon tot. Das ist ja cool. Ich könnte ihn natürlich auch noch kurz plündern. Holzstab nichts wert, extravagantes irgendwas nichts wert. Das Buch. Hey, ist das nicht... Nee. Aber das Buch kam... Wow. Oh. Nein. Ach, das ist so unfair. Nur weil ich so gierig bin. Ach du Scheiße. Okay, ich werde ihn einfach killen und alles da lassen und das irgendwann später, irgendwann mal, falls ich da jemals dazu komme, das ausräumen, obwohl ich nicht glaube, dass ich jemals dazu komme. Also ich mache das jetzt nochmal. Nehme vielleicht das Buch mit, dieses Wast, Quast, whatever das war.
An euch renne ich vorbei. Und ihn töte ich vielleicht mit der Viper-Klinge, weil vielleicht geht es mit der schneller als mit den Zaubern. So, das Buch Puttenbeschwörer Daris Adram ist tot. Wir haben getan, wozu wir herkamen. Ich werde hier bleiben, um mich um einige Einzelheiten zu kümmern. Seid nochmals gedankt. Aber die Viecher sind trotzdem nicht verschwunden. Egal, ich nehme jetzt das Buch. Den müsste ich aber killen können, oder? Oder auch nicht. Oh, ich verpiss mich. Bin schon weg. Kein Stress, Leute. Hoffentlich lassen mich die zwei da vorbei. Ah, mit denen kämpft sich die ab. Sollte ich ihr helfen? Oh, oh nein, sollte ich nicht, sollte ich nicht. Oder sollte ich doch? Ich weiß nicht, was da drin abgeht. Vielleicht kann die ja die zwei töten. Ich habe gespeichert, ich schau mal da rein und renne mal irgendwo da durch. Wer hat von denen eine Stimme? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, wir nehmen mal eine stärkere Waffe, zum Beispiel Seelentrinker. Ich kill dich mit meinen Ninja-mäßigen Skills nämlich und so. Und mal schauen, ob die Ninja-mäßigen Skills bei denen auch funktionieren. Nein. Aber da unten habe ich relativ viel Platz, um denen auszuweichen. Und ich könnte ihm zum Beispiel ein paar so Eisdinger drauf senden. Was war das? Wieso bin ich jetzt gestorben? Es ist mir egal. Ich belasse das Ganze, wie es ist. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Alles ist gut. So, und ich mache hier einen Schnitt. Speichere hier, wenn das mal lädt. Ja, ich werde hier speichern, mache einen Schnitt und beim nächsten Mal gehen wir zurück zur Kriegergilde nach Aldrun. Bis Tensen.